damit herzlich willkommen zum finalen Teil der originalen Dotec-Serie, Dotec Quarantine. Nachdem wir bereits die ersten drei Teile Infection, Mutation und Outbreak durchgespielt haben, wird's nun endlich nach langem Warten Zeit, Dotec Quarantine zu beginnen. Und wie auch bei den vorherigen Spielen können wir unseren alten Spielstand umwandeln. Das heißt, wenn wir das alte Spiel durchgespielt haben, kriegen wir hier so eine gelbe Datenflagge an unseren Spielstand und können alles, was wir gemacht haben, in dieses Spiel übernehmen. Das heißt, wir behalten unsere Items, wir behalten unsere Level. Es ist sehr, sehr nervtötend, besonders im letzten Spiel, mit neuen Spieldaten ins letzte Spiel reinzugehen. Das kann ich niemandem empfehlen. Auf geht's. Wir wandeln unseren letzten gesetzten Spielstand um. Kite auf Level 70. Erstmal werden wir wohl wieder eine Zusammenfassung der Story bis hier hinkriegen. Und ich denke, viele Leute werden die auch nötig haben. Skaith, der erste Boss. Die erste Welle. Das ist schon lange her, das ist aus dem allerersten Spiel, das ist in Dotec Infection passiert. モンスターデータを改ざんするデータドレイン。プロテクトエリアへの侵入を可能にするゲートハッキングという2つのスキルを彼にもたらした。それはオルカを意識不明にした力と同じものだった。 しかし、思いとは裏腹に状況は悪化の一途をたどり、被害はゲーム内にとどまらず現実世界にまで及ぶ。ゲームデザイナーハロルドの意図とは、謎の鍵を握る黄昏の秘文とは。そして彼らはついに反撃の糸口をつかんだ。 In dem Rückblick so gut wie nichts aus Dotec Mutation. Wir sind fast direkt von Infection auf Outbreak rübergesprungen. Hangeki kaishi da na. Hangeki? Chigau yo. Boku tachi wa Haroldo ga tsukutta game no hontou no ruru ni yatto kizuita no sa. Okay, das ist der ursprüngliche Grund. Wir werden ihn erfahren. Willkommen zurück auf unserem Desktop. Wir waren lange nicht mehr hier. In Anbetracht dessen, dass wir bisher alle Ryo-Bücher vollgemacht haben, haben wir eine ordentliche Auswahl an Desktop-Hintergründen und Musikstücken, die wir hier spielen lassen können. Momentan hören wir hier Bossmusik im Hintergrund laufen. Erstmal haben wir neue E-Mails und neue Nachrichten. Schauen wir mal. Die CC Corporation schreibt etwas über die aktualisierte Version, wie jedes Mal, wenn wir ein neues Dotec-Spiel anfangen in der Reihe. The World ist aktualisiert worden zu Version 3.65. Sie enthält die folgenden Neuheiten. Kompatibilität mit Neurohandschuhen. Wer hat Neurohandschuhen? Ich habe keinen Power Glove. Aber ich habe einen Wireless PS2 Controller. Erzählt das? Das Spiel ist jetzt mit den neuen Neurohandschuhen kompatibel. Alle Gegenstände. Der Alle-Gegenstände-Wettbewerb, in dem Spieler über 600 Gegenstandsarten sammeln müssen, hat begonnen. Für mehr Details seht ihr die Informationen am Board zur aktualisierten Version an. Das klingt nach einem Quest, den ich nicht unbedingt mal eben so machen möchte. Das klingt nach einer langen Aufgabe. Owls schreibt uns außerdem mal wieder nur ein wenig mehr. Kite, danke. Ich habe vielleicht was für dich. Was Furchtbares. Bitte, schick Hilfe, wie zuvor. Wie immer schwer lesbar, was uns Aura schreibt. Okay. Lios will außerdem auch mal wieder was. Der sollte sich mal einen Avatar besorgen, der Mann. Die Datenmenge, von der wir glauben, dass sie die Verdammniswelle ist, bewegt sich immer noch.
Die alten Methoden könnten ineffektiv sein. Treffen wir uns in Omega Town. Ich habe deine Registrierung für den Omega Server bestätigt. Wähle es am Chaos Tower aus. Yeah! Direkt mal einen Start des neuen Spiels und einen Start von einem neuen Server. Jo. Das heißt, wir können jetzt zum Omega Server gehen. Wunderschön. Wähle andere Server am Chaos Tower Menü aus. Können wir machen. Gucken wir uns direkt gleich an. Vorher gucken wir noch, was es Lustiges an Nachrichten gibt. Spannend. Stern J1-3S und was nicht alles. Entschuldigung. Wir bitten Sie, die Serverstörung sowie den Erhalt unlesbarer Mails zu entschuldigen. Wir untersuchen zurzeit die Ursache dieser Mails und versichern Ihnen, alles in unserer Macht Stehende zu unternehmen, damit dies in Zukunft nicht wieder vorkommt. Ihr Web-News-Verteiler. Cool, das hat sich ja voll gelohnt. Könnt ihr das nicht löschen? Naja, es funktioniert wahrscheinlich E-Mail-basiert oder so, also können wir die Sachen, die sie schon rausgeschickt haben, wahrscheinlich nicht mehr entfernen. Können wir mal die Hintergrundmusik ändern? Ich mag die Hintergrundmusik ja von der Bossmusik, aber ich finde die doch ein bisschen zu spannungsgeladen dafür, dass ich gerade am Start von einem neuen Spiel stehe. Ich möchte irgendwas Entspannenderes haben. Wie sieht's aus mit Kamina Gadelica? Ja, Kamina Gadelica hat entspannende Stadtmusik, die lassen wir erstmal laufen. Ah, angenehmer. Okay, kriegen wir auch einen etwas entspannteren Hintergrund als hier den in Ketten gelegt zu Kassa. Elk. Niemand will Elk haben. Grundnahrung. Balmunk. Ach komm, ich mag Balmunk. Nehmen wir Balmunk im Hintergrund. Das ist schön. Das passt. Wir haben immer noch neue Neuigkeiten, wie man sieht. Irgendwo muss hier noch was sein. Ich wünschte, die würden die einfach mal wirklich nach neuen Nachrichten sortieren und nicht immer irgendwo mitten da reinpacken. Zweite Netzwerkkrise? Von Telekommunikationsproblemen der vergangenen Tage wurden viele Gebiete weltweit betroffen. In vielen Ländern brachen die Telefonleitungen zusammen, wodurch die medizinischen und Finanzeinrichtungen sowie im Verkehrsbereich starke Störungen verursacht wurden. Regierungsbeamte glauben, es könnte weltweit Panik ausbrechen. Der Präsident der Vereinigten Staaten und WNC-Vorsitzende Alex Coleman bezeichnete die Lage als ernst und sprach von einer zweiten Netzwerkkrise. Er drängte alle Länder, alle verzichtbaren Online-Transaktionen zu verschieben. Vielerseits wird die Annahme laut, eine Störung bei einer Militärbasis sei die Ursache. Und die absolute Priorität sei nun, dieses Problem zu lösen. Man hatte gedacht, Ultimate sei das sicherste Betriebssystem. Das ist das einzige System, weil das den Vorteil Pluto's Kiss vor 5 Jahren überstanden hatte. Seit Ultimate zum Standardbetriebssystem erkoren wurde, ist dies die erste ernste Netzwerkstörung, weswegen sein Versagen bei den WNC-Mitgliedern große Betroffenheit und Zweifel hervorgerufen hat. Der WNC beabsichtigt eine Notfallsitzung und arbeitet an Gegenmaßnahmen. In manchen Kreisen wurde diese Krise Pluto Again getauft. Oh mein Gott, ein zweiter Pluto's Kiss. Davon haben wir schon unglaublich viel gelesen, aber nicht wirklich selber was davon mitgekriegt, was? Naja, wir loggen mal ein. Aber bevor wir den neuen Server sehen, haben wir erstmal neue Bordnachrichten. Virus? Fragezeichen? Nein, nicht Orca. Virus? Fragezeichen? Ich hab gehört, Oppo sagt, ein Freund von mir hat gemeint, die Grafik sehe so aus wie ein Virus. Ich warte jetzt erstmal ab, bis alles geklärt ist. Ja, weil wir wissen alle, das ist, was Viren wirklich tun. Sie greifen die im Spiel implementierten Grafikdateien an und ersetzen diese Grafikdateien mit den gleichen Grafikdateien, aber mit einem störenden roten Muster mit Zahlen drauf. Das ist, was Viren machen. Filter. Das Fernsehen sagt dasselbe wie CC, aber im Netz wird das Spiel für das Koma verantwortlich gemacht. Ich frage mich, was stimmt. Ich warte jetzt auch erstmal ab. Genau, wenn man abwartet, dann wird automatisch alles besser. Yeah, die Zeitungen sind seltsam ruhig. Echt krass. Ich schreibe auch nur hier, Smiley Face. Ofenhund, das ist ein total intelligenter und wichtiger Beitrag, den du da ins Forum geliefert hast. Dankeschön. Ach du Scheine. 1000 neue Nachrichten. Informationen zur neuen Version ist wahrscheinlich erstmal das Relevanteste. Neuheiten in Version 3.65. In der neuen Version 3.65 gibt es 2 Neuigkeiten, die wir hier im Detail erklären werden. Bitte liest die folgenden Nachrichten. Kompatibilität mit Neurohandschuhen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Das Spiel ist kompatibel mit Neurohandschuhen für Spieler. Sie haben 15 analoge Sensoren und die Bewegungen, die der Spieler mit den Händen macht, werden darüber direkt in das Spiel übertragen. Entdecke selbst den Realismus, der durch diese Neuigkeit möglich geworden ist. Ich habe einen Wireless-Controller. Egal, das scheint mir absolut irrelevant zu sein und keine Neuigkeit.
Der Gegenstände-Wettbewerb, beliebt in der ersten Version von The Wardo, findet nun statt. Informationen zu dem Ereignis. Sammle verschiedene Gegenstände, die sich in The Wardo verbergen, und trage sie in eine Liste ein. Keine seltenen Gegenstände und Bücher. Um mitzumachen, musst du mit den NSC in den Stammstätten der Server reden. Werde Gegenstände registrieren im Talk-Menü und die Gegenstände in deinem Besitz werden automatisch registriert. Wenn der Gegenstand einmal registriert ist, bleiben die Daten, auch wenn du den Gegenstand verkaufst oder tauscht. Ist eine Liste voll, ist der Wettbewerb zu Ende. Die NSC sind in allen Städten gleich, daher ist es egal, in welcher Stadt du dich registrierst. Du kriegst einen tollen Preis, wenn du die Liste voll hast. Dieses Ereignis hat keine Zeitbegrenzung. Die Liste der Gegenstände ist sehr lang, also lass dir bei dieser Herausforderung Zeit. Ich habe das Gefühl, das ist was fürs Late Game und nicht für jetzt mal eben. Gott, ich habe keine Lust, den ganzen Kram hier zu... Wow. Lesen. Rauchergesetz. Die Raucherverordnung macht Sinn. Okay, Sojasauce. Ich bin für das Rauchergesetz. Was soll das mit den getrennten Gebieten denn? Ist doch totaler Quatsch, in einer Nichtraucherzone zu sitzen und überall Raucher drumrum. Was ist denn so toll am Rauchen? Hat doch null Vorteile. Ich find's echt arm. Warum verkauft man sowas überhaupt? Das Spiel ist noch knapp aus der Ära, wo Spiele einfach verpflichtet waren, Anti-Drogen- und Anti-Zigaretten-Nachrichten mit in die Spiele einzubauen, wenn man irgendwelche publiken Meinungen wieder preisgeben musste. Nicht, dass das schlecht wäre, aber es war doch sehr aufdringlich in der damaligen Zeit. Damals. So vor ungefähr 15 Jahren. Aerial City, Fort Oof. Da wären wir wieder. Aber wir werden direkt auf den Omega-Server rüber wechseln. Hier waren wir schon zu Genüge. Ach, ist das hier alles schön buggy. Oh, da ist unser Freund, der liebe Elk. Der sucht doch bestimmt immer noch Mia. Die ist doch immer noch total plemplem momentan. Ehrlich gesagt, ich glaubte nicht, dass sie gerade eben noch hier war. Nee, Kimi, kennst du? Nee, Tara! Ich dachte irgendwie, wir hätten uns im letzten Spiel ein bisschen mehr mit Egg angefreundet, aber er ist immer noch so komisch zu uns. Ja, ich hab gerade eingeloggt, du standst hier, du. Du solltest gesehen haben, dass wir gerade erst aufgetaucht sind. Vor allem, wenn Mia gerade eben erst hier war, das heißt, du bist schon länger hier. Und Lockout. War irgendwie klar. Toll. Tolle Karte, Egg. Keine Ahnung, warum du uns damit jetzt auf den Keks gegangen bist. Wahrscheinlich einfach nur, um uns dran zu erinnern. Ey, da ist übrigens immer noch die Geschichte mit mir. Aber egal. Wir werden jetzt mal eben schnell den Server wechseln. Denn Warp zum Root Town des Omega-Servers. Relic City, Liafail. Oder Liafail? Liafail wäre ein sehr fragwürdiger Name für einen neuen Server. Ich hoffe einfach mal, das soll Liafail ausgesprochen werden. Oh, schick hier. Sieht nach einer Tempelstadt aus. Ich freue mich schon auf Grunti-Rennen hier die Treppe rauf. Ja, und unsere Freunde sind auch da. Black Rose, Balmung, lange nicht gesehen. Die Grafiken hier sind doch tatsächlich nicht gestört. Wir haben zwar hier das lustige Rauschen zwischendurch, aber die Grafiken sind tatsächlich noch nicht betroffen. Also es könnte tatsächlich mal ein bisschen schöner wieder werden, hier auf dem Server zu spielen. Bei allen anderen sind die Grafiken ja so lustig korrumpiert, was? Das läuft nicht so gut mit dem neuen Server, wa? Wohin? Sollen wir nicht einfach ausloggen? Hi, Helber. Lang nicht gesehen. Hat nicht lange gedauert, für Helber aufzutauchen. Relic City, Liafail, was? Spontaner Sprung. Das ist nicht Relic City Liafail, das sind die Netzlams. Da waren wir schon zu Genüge. Die Netzlams haben jetzt eine Grunti-Farm? Cool, die Netzlams sind jetzt eine Stadt. Na, warum nicht? Ja, wir waren schon mal hier, danke. Was in aller Welt hat die alles an Datensicherung aus diesem Spiel? Leo sollte sich da nicht mal Gedanken drüber machen. Ich könnte einfach ihr eigenes The World aufmachen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Lios kein Backup hat. Wer in aller Welt macht keine Backups? Oh, Black Rose ist sauer. Black Rose ist sauer. Ja, mehr kann er tatsächlich gerade nicht machen. Er ist ein Vollidiot und das wissen wir schon lange. Wo kommt Wiseman eigentlich schon wieder plötzlich? Ich weiß, dass er in letzter Zeit ja bei allem dabei ist. Seit wir Outbreak spielen, ist Wiseman einfach ein dauerhafter Charakter geworden. Aber trotzdem, was macht er plötzlich hier? So, ne? Ja, ist ja okay. Alle stimmen zu. Ja, ist. Wir haben es verstanden. Oh, Black Rose ist sauer, dass nicht alle mit ihr sauer geworden sind.波は現在も移動を続けている。場所の特定が困難ならば、こちらから移動先を限定してしまおう。というのが今回の作戦の骨子だ。そうだね。はい。前にオルカから聞いたんです。オフテム・グライヒン・クエスト。オルカ、つまり社畜は獲物を取るとき仲間たちで囲いを作って逃げ道を塞ぐ。ティアファクン。 Cool。でも完全に逃げ場をなくすと獲物はバラバラに散ってしまう。だからわざと一つだけ逃げ道を作って都合のいい場所に追い込むんだそうです。都合のいい場所って？海面。獲物にしてみれば行き止まりだからね。相手が移動しているのならその方法が応用できないかって。いい作戦だわ。 Frage ist nur, wo ist die Oberfläche für dieses Programm? Oder für die Welle? Virus-Kerne sammeln, das ist so eine Sache für sich. Sure. Helber kann alles. Du hast angestellt, ich dachte, du machst alles alleine. Ja, die Befürchtung habe ich auch, Helber. Balmung, du hilfst nicht. Nani? Nani? データの増減計測を行いたい。君たちにはオメガサーバー顔面なるロッカの被膜の調査を頼む。ビガッ。すぐにでも取り掛かってくれ。オッケー。了解。ママ。解散。Überhaupt kein Ding. Können Sie nicht alle gleichzeitig ausloggen? Müssen wir das wirklich dramatisch hintereinander machen? Naja, Omega, Bigot, Schneeflocke, Kapsel wurde der Wortliste hinzugefügt. Okay, wir haben ein neues Ziel. Herzlich willkommen in einer neuen Stadt, auf einem neuen Server. So viel zur Tempelstadt mit normalen Texturen und alles grün und so. Wir befinden uns in den Netzlums, die wir bereits kennen. Und da ist die Grunddiefarm. Oh, so süß. Oh. Oh, ich will ihn füttern. Okay, wir machen eine kleine Pause und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir einen Grundi füttern. Oh.